Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Science Slam aus dem Zeiss Großplanetarium hier bei uns im Prenzlauer Berg, Berlin. Schön, dass Sie heute Abend zugeschaltet haben, muss man ja tatsächlich sagen, denn wegen der Corona-Maßnahmen dürfen wir Ihnen heute diese geballte Nacht, eine Ladung aus Wissenschaft hier bringen. Diesmal über Kameras, das heißt, ich blicke in eine leere Kuppel, normalerweise gefüllt mit mehr als 300 Menschen, die mitfiebern. Das dürfen Sie natürlich heute Abend auf der Couch genauso tun. Science Slam, vielleicht hat das ja der ein oder andere schon mal miterlebt, vielleicht sogar live hier im Zeiss Großplanetarium oder aber wir haben es ja auch schon einmal online veranstaltet. Ich erkläre aber nochmal auch für alle Neuankömmlinge, was ist der Science Slam hier bei uns? Wir haben drei wundervolle Wissenschaftler, auch wieder heute Abend für Sie. Sie werden mich gleich auch auf der Bühne hier, oder wir dürfen Sie dann gemeinsam auf der Bühne begrüßen. Drei Wissenschaftler, drei ganz verschiedene Themengebiete und Sie werden heute innerhalb von 10 Minuten Ihr geballtes Wissen für Sie heute Abend präsentieren und vorstellen. Irgendwie will das Ganze ja auch dann bewertet werden. Das heißt, Sie erfahren was aus der Wissenschaft, normalerweise hier dann natürlich nicht nur mit Applaus, sondern auch mit Tafeln. Das heißt, eigentlich bewerten wir hier dann von 1 bis 10. Die Zuschauer setzen sich zusammen, überlegen. Aber Sie dürfen das heute natürlich auch zu Hause tun, in den Kommentaren. Das heißt, ob Sie jetzt zugeschaltet sind über unseren Stiftungskanal Stiftung Planetarium Berlin oder aber bei Science Slam auf dem YouTube-Kanal, Sie dürfen in die Kommentare eine Punktbewertung schreiben. Und natürlich müssen wir jetzt irgendwie uns eine Skala überlegen. Es wird 1 bis 10 sein, aber was bedeutet das genau? 1, fangen wir da mal an. So eine Bewertung, darf ich vorab sagen, hatten wir hier im Planetarium noch nie. 1 wäre, Sie haben so gar nichts verstanden, der Slam hat sich überhaupt nicht deutlich ausgedrückt, das würden Sie nicht mal beim Kaffeeklatsch bei der Oma erzählen, das war also überhaupt nichts. Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter, so alles Richtung 5, da haben Sie schon was mitbekommen, der Slammer hat was vermittelt. Auch was aus der Wissenschaft, so viel ist deutlich, kann man auch mal weiter erzählen, war aber schon gut präsentiert. Das wäre die 5. Wandern wir mal in den Bereich 5 bis 10, dann auch bis zu 10. 10 wäre dann so, das war unglaublich. Sie laufen zur Universität, Sie schreiben sich ein, Sie sprechen mit dem nächsten Professor, Sie geben alles auf. Arbeit ist ja sowieso im Moment eh nicht, außer Sie sind im Homeoffice. Aber wie auch immer, Ihr Leben wird umstrukturiert. Das war unglaublich. Und dann haben wir eigentlich auch hier einen Applaus. Und mein Kollege Stefan in der Technik zeigt uns jetzt mal, wir können das auch digital. Stefan, einmal der Applaus. Zum Glück musste ich jetzt hier keine 1 miterleben, das probieren wir sonst aus. Bei 1 kriege ich immer eine Gänsehaut, bei 10 freue ich mich. Das wäre die 10, heute eben ohne Applaus, außer natürlich, Sie möchten auf der Couch mit applaudieren. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Dennoch die 10, das war der Top-Super-Slam. Und nach jedem Slam, das heißt nach jeden 10 Minuten, haben Sie die Möglichkeit, zu Hause zu bewerten. Ich darf mich dann ein bisschen mit dem Slammer verquasseln. Sie und ich dürfen den Slammer also näher kennenlernen. Und damit wir das an dieser Stelle auch einmal vorab gemeinsam tun können, möchte ich an dieser Stelle alle drei Slammer und Slammerinnen heute auf die Bühne bitten. Einmal den Owen, die Lynn und den Kai. Sie kommen einmal nach vorne. Dank Sicherheitsabstand gehe ich einmal von der Bühne. Ihr dürft euch gleich mal hier positionieren. Ich habe hier drei Mikros auf unserem Klavier verteilt und daneben auch ein Zettel. Zettel ist wichtig, denn auf dem Zettel steht eine Zahl drauf. Denn wir müssen natürlich auch irgendwie wissenschaftlich fair demokratisch bestimmen, wer startet als Erstes. Die haben sich jetzt hier ganz zufällig verteilt und wir fangen jetzt einfach mal an. Mal gucken, wer welche Zahl hat. Ich fange mal hier drüben rechts bei der Lynn an. Was hast du denn für eine Zahl, Lynn? Die 1. Die 1. Das heißt, Lynn wird unsere erste Slammerin für den heutigen Abend. Ich mache mal hier weiter bei Kai. Welche Zahl findest du vor dir? Die 3. Das heißt, Kai ist der Letzte. Das Beste kommt zum Schluss. Fragezeichen, man weiß es nicht. Es ist nichts Schlechtes. Wir gucken weiter. Owen, welche Zahl hast du? Die 2 natürlich. Wir haben sie noch mal gezeigt. Owen ist als Zweites dran. Da haben Sie auch schon mal gesehen, unsere drei Slammer. Dann würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, ich glaube, wir haben soweit alles. 10 Minuten haben Sie Zeit. Applaus heute digital. Ich glaube, die anderen zwei, Owen und Kai, euch würde ich noch mal von der Bühne bitten. Lynn, du hast jetzt 10 Minuten Zeit. Viel Spaß. Danke, danke. So,
Ja, auch von mir herzlich willkommen zu diesem etwas besonderen Event. Ich bin es auch nicht so gewohnt, dass hier niemand sitzt, aber ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und uns vor den Bildschirmen unterstützt. So, und jetzt kann es auch gleich losgehen mit meinem Slam. Mein Slam heißt To Beer or Not To Beer oder die Wirkung der Lebensmittelkontaminante 3 Monochlorpropandiol auf den oxidativen Status des Redoxsensorproteins DJ1. Und damit ist eigentlich fast alles schon gesagt, aber wir gehen da trotzdem noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ja, falls es funktioniert hier. Ah, ich habe es ausgemacht. Sehr gut. So. Ich bin Biochemikerin. Was bedeutet das? Biochemie, interessantes Wort. Das bedeutet, wir nehmen die coolen Sachen aus der Biologie, also niedliche Tiere und interessante Pflanzen, und die coolen Sachen aus der Chemie, das sind so Kristalle und Farben und Explosionen. Und das ignorieren wir dann. Ja? Und wir gucken uns das hier an. Ich kann da noch mal ein bisschen mehr reinzoomen. Das hier. Das sind klare Flüssigkeiten, möglichst wenig Volumen, irgendwas, was man auf gar keinen Fall sehen kann. Wir sind an allem interessiert, was in der Zelle passiert. Zusätzlich zur Biochemie arbeite ich noch in der Toxikologie. Das ist ein super Fach, kommt auf jeder Party richtig gut an, weil alle wissen wollen, oh Gott, wir werden ja alle bald sterben. Zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir die große Fipronil-Krise, wo niemand mehr Eier gegessen hat. Allerdings hätte man bis zu 8 Eier am Tag essen müssen, um die tägliche erlaubte Dosis zu überschreiten. Dahingegen setzen wir uns selbst ganz vielen anderen Giften manchmal aus, freiwillig. Und tatsächlich muss man sagen, auch in der Politik sind wir immer mehr Giften ausgesetzt. Wenn wir über Gifte reden, kommen wir an einem Mann nicht vorbei. Das ist der hier, Paracelsus. Der hat schon vor 500 Jahren gesagt, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Sieht man tatsächlich auch bei uns im Labor. Also hier, das ist so unser Labor. So sieht ein wissenschaftliches Labor aus. Es ist alles sehr, sehr sauber und schön. Jetzt kann allerdings eine Sache passieren. Es kann eine bestimmte Spezies in dieses Labor kommen und es sind die Bachelorstudierenden. Ja, wenn so ein paar Bachelorstudierende kommen, dann findet man manchmal das hier. Naja, ist ein bisschen unaufgeräumt, aber ist noch nicht schlimm, die Stimmung ist noch relativ gut. Wenn allerdings noch mehr Bachelorstudierende kommen, dann kann man auch mal das hier auf der Laborbench finden. Da sind die Doktorandinnen und Doktoranden schon nicht mehr ganz so gut drauf und spucken sich gegenseitig in die Experimente, aber noch funktioniert das Labor. Wenn die Bachelorstudierenden allerdings das Labor übernehmen, dann findet man das hier unter der Sterilbank und die Stimmung im Labor kippt und es sieht alles eher so aus. Mein Gift of Interest sind aber natürlich nicht Bachelorstudierende. Mein Gift of Interest ist 3 Monochlorpropandiol oder in kurz 3-MCPD. Für alle ChemikerInnen da draußen an den Bildschirmen, die wissen schon, wie es aussieht. Für alle anderen, so sieht's aus. Das sagt euch jetzt nichts, aber ich kann euch erzählen, das ist eine sogenannte hitzeinduzierte Lebensmittelkontaminante. Es ist so ein bisschen wie Acrylamid, nur anders. Das entsteht, wenn man Essen erhitzt. Und unter anderem ist es zum Beispiel in Palmöl drin. Deshalb hat es wahrscheinlich auch jeder von euch schon mal gegessen. Wir wissen, Palmöl ist in ganz, ganz vielen fertig verarbeiteten Lebensmitteln, zum Beispiel auch in so Fertigbratkartoffeln, in vielen Schokoladen. 3-MCPD kann aber auch bei anderen Lebensmittelprozessen entstehen, zum Beispiel beim Rösten von Kaffee oder beim Fermentieren von Sojasauce. Und wo 3-MCPD auch drin ist, und das ist eigentlich das größte Problem, ist in Ersatznahrung für Säuglinge. Warum ist das so ein großes Problem? Zum einen, weil Säuglinge, wenn sie Ersatznahrung essen, tatsächlich nichts anderes essen als Ersatznahrung. Und zum anderen, weil 3-MCPD in Ratten Krebs ausgelöst hat. Und das möchten wir vielleicht nicht die ganze Zeit essen, Säuglinge besonders nicht. Und als Biochemikerin kann ich jetzt verschiedene Dinge machen. Also ich könnte zum Beispiel 3-MCPD an Ratten geben und dann könnte ich so zählen, wie viele Ratten sterben, wie viele Ratten bekommen Krebs. Aber das will ich ja nicht, weil das kann ich ja sehen. Das ist ja uninteressant. Ich will irgendwas, was ich nicht sehen kann. Und deshalb gucke ich mir an, was macht denn 3-MCPD in diesen Ratten, damit Krebs überhaupt entsteht. Und was mache ich da? Ich gucke mir erstmal den Stoffwechsel an. Hier haben wir mal so eine vereinfachte Darstellung. Das war ein bisschen viel für so eine Masterarbeit, die ich damit gemacht habe. Dann habe ich mal ein bisschen reingezoomt, das sind ganz viele Proteine und so. Habe ich mir das hier ausgesucht, das ist so ein anderes, kleineres Proteinnetzwerk. Das sah schon alles ein bisschen übersichtlicher aus. Und da habe ich mir jetzt ein Protein rausgesucht.
Und das ist das hier, DJ One heißt das. Das ist relativ klein und es steht mit ganz vielen anderen Sachen in Kontakt und außerdem hat es einen ziemlich coolen Namen. Den kann man eigentlich auch ganz gut übertragen. Wenn wir uns jetzt so eine Zelle vorstellen, als Club. Und in so einem Club, da ist der DJ relativ wichtig, denn wenn es diesem DJ gut geht, dann geht es dem Club auch gut und wenn es DJ One in der Zelle gut geht, dann geht es der Zelle meistens auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und was macht der DJ in einem Club, damit es dem Club gut geht? Er kommuniziert ganz viel mit ganz vielen verschiedenen anderen Playern in diesem Club, zum Beispiel dem Türsteher, dem Barkeeper, diesem komischen Tänzer auf der Tanzfläche und der Chefin. Und in der Zelle sind das einfach andere Proteine, sowas wie P53, NRF2, ASK10 und P10. Wenn ihr jetzt Bio-Something seid, dann sagt euch das was. Für alle anderen ist es einfach, sind es einfach nur sehr coole Begriffe, die mich unglaublich klug erscheinen lassen. P53 ist unter anderem auch als Wächter des Genoms bekannt. Und was muss der DJ dafür machen? Erstmal ist ganz wichtig, er kommt nie alleine. Der DJ ist immer mit einem anderen DJ One zusammen und so funktionieren die ganz gut. Man hat gemerkt, wenn die beiden sich trennen, dann passieren schlimme Dinge. Zum Beispiel, die Gäste trinken zu viel, es gibt Prügeleien auf der Tanzfläche und niemand kommt mehr vom Klo runter. Aber in der normalen Zelle sind die beiden erstmal zusammen, es ist alles gut. Was jetzt allerdings passieren kann, ist Stress. Und wie im normalen Leben auch, kann das durch ganz viele Dinge passieren. Zum Beispiel durch Überfüllung, das sehen wir jetzt gerade in Corona-Zeiten eher weniger. Die falschen Leute haben das Sagen. Schlechte Ernährung und Nährstoffversorgung oder alle diese drei Sachen kommen zusammen. Und was macht dieser DJ jetzt in so einer Stresssituation? Ganz klar, holt sich ein Bier. Im Biologenfachsprech nennen wir das Oxidation. Er hat da jetzt sein eines Bier, ist immer noch super, er kann seinen Buddy da oben halten, alles ist schön, er kann auch noch mit den anderen Leuten kommunizieren, ist alles in Ordnung. Das Problem ist jetzt, wenn der Stress bleibt, wir haben immer noch Stress. Und der DJ muss darauf irgendwie reagieren, er holt sich also ein zweites Bier, es kommt also zu einer zweiten Oxidation. Jetzt hat er diese beiden Biere in der Hand, er kann seinen Buddy da oben nicht mehr halten. Die beiden fallen auseinander, wie in dieser aufwendigen Photoshop-Montage von mir hier erarbeitet. Sie können auch nicht mehr mit diesen vier Leuten da anderen, mit den anderen kommunizieren. Das alles funktioniert, die Stimmung im Club kippt und es sieht so aus. Was ich jetzt mache, ist, oder was meine Hypothese war, war, was macht denn 3MCPD mit unserem DJ-Team in der Zelle? Und dafür haben wir Ratten entweder normale Rattennahrung gegeben oder 3MCPD. Dann haben wir die Ratten getötet. Dann haben wir die Leber extrahiert. Also nicht ich, weil das kann man alles sehen und das möchte ich nicht machen. Aber wenn man die Leber so ein bisschen schreddert, dann bekommt man da eine relativ kleine, klare Flüssigkeit raus. Tatsächlich ist es gar nicht so viel, weil so eine Rattenleber hat gar nicht so viel Volumen. Und da komme ich dann wieder ins Spiel und ich finde das sehr, sehr schön. Ich kann dann nämlich in dieser klaren Flüssigkeit mir DJ One angucken. Das hier, wenn man sich das mal anschaut, das ist so DJ One in seinem Protein-Outfit. Kann man sich gerne für die nächste Motto-Party merken. Und ich kann mir also angucken, wie geht's DJ One? Ist es zusammen mit seinem anderen DJ One oder ist es doppelt oxidiert und deshalb auseinandergefallen? Und dann kann ich das zählen und dann komme ich auf so einen schönen Graph hier. Und wir haben hier zwei Gruppen, die Kontrollgruppe und die 3MCPD-Gruppe. Und in der Kontrollgruppe sehen wir diesen grauen Balken und der sagt uns, ah ja, DJ One ist schön, noch zusammen, alles ist gut. Und in der 3MCPD-Gruppe ist der schwarze Balken, das bedeutet, DJ One ist doppelt oxidiert. Was besonders schön an diesem Graphen ist, sind diese drei Sternchen, das Bling, Bling, Bling der Wissenschaft. Da freue ich mich dann immer sehr, sehr drüber. Das bedeutet nämlich, dass unsere Ergebnisse auch wirklich signifikant sind, also auch echte Ergebnisse sind sozusagen. Und dann dachte ich, toll, ja, jetzt bekomme ich das hier, freue mich schon drauf. Aber irgendwie habe ich Anruf verpasst oder man weiß es nicht, was passiert ist, aber dafür hat es auf jeden Fall gereicht. Was bedeutet das jetzt? So, weiß ich, was 3MCPD in der Ratte macht, damit Krebs ausgelöst wird? Nein. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass DJ One doppelt oxidiert wird und dadurch auseinanderfällt und das wahrscheinlich irgendeine Auswirkung auf die Zelle hat. Aber was da jetzt noch genau passiert, dafür muss ich mir den Rest von diesem ganzen Stoffwechsel angucken, der noch so in der Zelle passiert. Und das ist der Grund,
warum wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf schwierige Fragen keine einfachen Antworten haben, weil es einfach etwas super, super Komplexes ist. Und was heißt das jetzt für euch? So, kein Kaffee mehr, keine Bratkartoffeln. Naja, denkt an diesen Mann, die Dosis macht das Gift. Esst vielleicht nicht immer nur Pommes und Nutella, auch in Nutella ist super viel Palmfett drin. Das Schöne ist, in den letzten Jahren ist auch der Gehalt an 3-MCPD in Babyersatznahrung stark zurückgegangen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Holt euch ein Bier, aber nicht zwei. Denn das kann zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen. Und ich möchte nicht schuld daran sein, wenn heute jemand zu seinem Partner oder seiner Partnerin sagt, Schatz, ich wurde doppelt oxidiert und wir müssen uns jetzt leider trennen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lynn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, um zu bewerten. Da müsste jetzt auch was eingeblendet sein. Der Timer startet. Und jetzt, Lynn, haben wir ein bisschen Zeit, um uns etwas zu unterhalten, uns näher kennenzulernen. Du machst irgendwas mit Biochemie. Genau. Okay. Also, ich habe Biochemie studiert. Biochemie studiert und du hast mir auch schon erzählt, du promovierst gerade an der TU. Genau. Und ich muss jetzt noch mal ein Kärtchen rausholen. Du hast uns heute irgendwas über die Lebensmittelkontaminante 3-Monochlorpropandiol erzählt. Ja. Du hast das aber richtig schön anschaulich gemacht, fand ich. Das freut mich. Das heißt, meine Frage ist, wie kommst du zum Science Slam, wenn du eigentlich eher irgendwas mit Biologie machst und deine Zeit im Labor verbringst? Ich habe tatsächlich irgendwann mal ein Seminar gemacht zu Science Slams, weil ich es immer schon wichtig fand, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur in unseren Laboren hocken und da unsere Experimente machen und dann in irgendwelchen Peer-Review-Journals irgendwas veröffentlichen, was wirklich schwierig zu verstehen ist für so den oder die laienden Menschen. Und genau, deshalb habe ich mal so ein Seminar mitgemacht und dann habe ich irgendwie angefangen. Okay, spannend. Und du hast mir auch erzählt, du hast schon ein paar andere Sachen gemacht, zum Beispiel so auf die Soapbox. Magst du darüber mehr sprechen? Genau, letztes Jahr war ich auch bei einem ganz, ganz tollen Event, das Wissenschaft an einfach in die Öffentlichkeit bringen möchte und das heißt Soapbox Science. Das ist ein Event, das ich zum einen für Wissenschaft in der Öffentlichkeit einsetzt, aber auch zur Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen und allen eigentlich nicht männlichen Menschen in der Wissenschaft. Und auch dieses Event ist leider durch Corona verschoben worden, aber falls jetzt Leute zugucken, gerade für Berlin ist es eine super Möglichkeit, weil es wird sehr wahrscheinlich im September nachgeholt am Washingtonplatz beim Hauptbahnhof und ich kann jedem nur empfehlen, da auf jeden Fall hinzugehen, ist ganz, ganz toll. Ja, auch eine spannende Sache. Kennen wir natürlich auch hier im Moment. Können wir leider auch nicht das Haus öffnen. Aber im August geht es dann langsam zum Glück wieder los. Doktorarbeit an der TU. Geht deine Doktorarbeit auch über, worüber du uns heute hier erzählt hast? Oder in welche Richtung geht das? Halb-halb. Also ich arbeite immer noch in der Toxikologie. Ich arbeite auch noch in der gleichen Fachgruppe, aber inzwischen an einem anderen Thema. Inzwischen forsche ich an Nanopartikeln in der Ernährung. Okay, spannend. Darf man das vielleicht auch irgendwann mal in einem Science Slam hören? Es gibt dazu auch einen Science Slam, also tatsächlich, okay. Aber eben, ich wollte auch mal hier nochmal den anderen zeigen. Das heißt, liebe Zuschauer und Zuschauer, bleiben Sie gespannt, da kann man wahrscheinlich noch viel, viel mehr hören von dir. Du bist nicht aus Berlin. Nee, das ist Bremerhaven, glaube ich, hast genau, du mir erzählt. Genau, aus Bremerhaven. Das heißt, du hast es weit geschafft, wenn man das überhaupt so sagen darf. Ja, aber so 500 Kilometer. 500 Kilometer zumindest. Was hat dich denn nach Berlin getrieben? Tatsächlich habe ich erst, also als ich Abitur gemacht habe, habe ich danach ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur gemacht und das war in Potsdam am Theater. Okay. Und danach habe ich dann irgendwie entschieden, okay gut, die Berliner Universität ist gleich daneben und dann, mir war dann schon klar, okay gut, das Theaterleben war interessant so für ein Jahr und jetzt möchte ich gerne doch in die Wissenschaft und dann musste ich nicht ganz so weit fahren sozusagen und nicht ganz so weit umziehen, sondern nur von Potsdam nach Berlin und das war okay. Auch ganz angenehm dann. Verstehe, also direkt nah gelegen, dann, genau. Dann macht der Sprung Sinn. Und natürlich ist die Biochemie an der FU super toll und alle sollten da studieren. Okay, spannend. Hat dich das schon immer fasziniert? War das damals schon irgendetwas, wo du dachtest, ich mache irgendwann mal was im Labor oder was hat dich dazu getrieben? Ich glaube schon. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal Jugendforsch gemacht habe und so. Also es war schon irgendwie immer was mich interessiert hat. Ich habe auch in so einem wissenschaftsbasierten Ding irgendwie Abitur gemacht. Und dann dachte ich mir, liegt es irgendwie nah und also bisher habe ich es noch nicht bereut.
Ja, schön. Das freut mich zu hören. Gibt es dann schon irgendeinen Ausblick nach der Doktorarbeit, wo es dich hin verschlagen soll? Mal gucken. Also mit Toxikologie hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten und daher mal schauen, wo es dann so hingeht. Ich bin auch gespannt. Erstmal muss ich die Doktorarbeit überhaupt fertig kriegen. Also das ist immer so leicht gesagt und dann doch relativ schwer getan. Ja, vor allem jetzt in Corona. Wie ist eigentlich ganz so gut. Die Einschränkung? Also tatsächlich war es für meine Doktorarbeit ganz praktisch, weil ich zu nichts Nein sagen musste, weil nichts passiert ist. Und dann gibt es halt keine Ausrede. Also prokrastinieren in meiner eigenen Wohnung kann ich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Über mehrere Wochen kann ich die Wohnung einfach nicht so krass putzen, dass ich gar nichts mehr für meine Doktorarbeit machen kann. Daher war das, hatte ich echt gut eine Möglichkeit, jetzt ganz viel zu schreiben. Okay, ja, geht mir im Moment mit deinen Hausarbeiten genauso. Ja. Irgendwie muss man die Zeit... Man muss die Zeit rumbringen und dann kann ich genauso gut auch meine Doktorarbeit schreiben. Genau, also. So ist es. Doktorarbeit schreiben, Science Slam gucken, vielleicht sogar auf YouTube. Ich sehe schon, da hinten kommt mein ehrter Kollege Stefan angelaufen, denn wir haben ihre Ergebnisse jetzt mal zusammengerechnet. Die Punkte, die Lynn heute Abend bekommen hat. Meine Damen und Herren, es sind 312 Punkte. Dankeschön! Ich würde sagen, es ist ein Applaus wert. Natürlich. Damit meine ich, Sie dürfen zu Hause applaudieren. Lynn, ganz, ganz vielen Dank. Später können wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr unterhalten. Viel cool. Spannendes. Dann würde ich dich einmal von der Bühne bitten. Denn... Genau, du kannst es gerne einfach hier lassen, denn dann würde ich schon unseren nächsten Kandidaten auf die Bühne bitten, nämlich den Owen. Owen wird uns auch heute viel Spannendes erzählen. Danach haben wir wieder Gelegenheit, etwas zu sagen. Da kommt der Applaus für Lynn, für Owen, beide gleichzeitig, so darf man sich den teilen. Owen, deine 10 Minuten laufen jetzt. Sehr gut, danke schön. Auch nochmal von mir herzlich willkommen zum heutigen Online-Slam. Ganz genau, der Slam läuft auch gleich. Hervorragend. Und ich möchte mit euch heute über ein etwas schwieriges Thema reden, nämlich darüber, dass ein Riss durch Deutschland geht. Und das sehen wir auch schon hier an der Karte. Allerdings zeigt die Karte nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt, denn hier sind keine Wählerverteilung zu sehen, sondern hier geht es um Tief- und Hochdruckgebiete. Das hier ist typisches Herbstwetter in Kartenform. Und genau darum soll es heute gehen, um das Wetter, beziehungsweise um die Summe aller Wetter, also um das Klima. Also richtig gehört, schon wieder diese Klimadebatte. Und was ich nun mal gemacht habe, ist, ich wollte schauen, was die Medien zur Klimadebatte schreiben. Und deshalb habe ich meinem Laptop beigebracht, mir nur Nachrichten auszuspucken, die pro Klimastreik sind. Und mein Mobiltelefon habe ich beigebracht, dem Algorithmus mir nur Kontra-Klimastreik-Artikel mit herauszugeben. Und da habe ich am Ende so etwas gefunden, wie auf der Pro-Seite, dass Leugnen zwecklos ist, dass Greta Eindruck bei Hollywood-Stars hinterlässt oder dass Schüler Strom und CO2 sparen. Auf der Kontra-Seite dagegen sieht man sowas wie Fridays for Hubraum, warum der Klimaprotest gegen Greta so brummt. Punkte gibt es für das Wortspiel. Dann grausige Drohungen, eine Greta Thunberg-Puppe wurde an einer Brücke aufgehängt oder irgendwelche Politiker, die heute keiner mehr kennt, finden die Klimadebatte übertrieben. Nun ist allerdings die Frage, warum ist das so? Teilweise hat man ja sogar, dass die gleichen Journale unterschiedliche Meinungen abdecken wollen und es gibt auch Artikel, die man auf beiden Seiten findet. So etwas wie die Klimakrise unsere Familie spaltet oder Klimadebatte wird zum Klassenkampf. Das heißt, man findet selten eine wirklich neutrale Position, sondern meistens wird dieses Thema sehr polarisiert diskutiert. Auf der einen Seite wird Greta Thunberg als Symbolfigur glorifiziert, während sie auf der anderen Seite fast verteufelt wird. Und die Antwort darauf heißt, es liegt an der Ambiguität. Ambiguität heißt so viel wie Mehrdeutigkeit, Dilemma. In Sprichwort würde man sagen, die Medaille hat immer zwei Seiten. Und das kennen wir eigentlich ziemlich gut aus der deutschen Sprache. Beispielsweise realisieren wir relativ früh, dass das Gegenteil von dem Wort umfahren ist das Wort umfahren. Und diese sprachliche Ambiguität hat sich beispielsweise der Schützenverein Leipzig auf die Fahne geschrieben, denn deren Motto ist Schießen lernen, Freunde treffen. Also die Ambiguität in der deutschen Sprache kann man sehr amüsant nutzen. Sie ist allerdings weniger amüsant in dem Moment, in dem es um gesellschaftliche Probleme geht, denn dort ist immer die Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Also ein guter Zweck erfordert häufig böse Mittel, wieder ein Dilemma einer Ambiguität. Um das einmal zu zeigen, habe ich hier die drei größten Laster der Deutschen an mir selbst gezeigt, beziehungsweise an meiner Kinderversion, hier zum Beispiel der Fleischkonsum. Fleischkonsum, das ist deutsches Kulturgut und trotzdem weiß jeder, es ist gegen das Tierwohl, es ist gegen das Klima und auch gegen die Arbeitsbedingungen. Grüße gehen hier raus nach Gütersloh zur Firma Tönnies. Des Weiteren auch das deutschen liebstes Kind, das bin nicht ich, sondern der Audi daneben mir. Auch der Autokonsum, ja, der Autoverkehr
ist wichtig in der deutschen Kultur verankert und es ist auch ein liberaler Ausdruck in Deutschland, weil gerade auf dem Land schafft ein Auto Souveränität, Unabhängigkeit und trotzdem ist natürlich Auto ein Klimakiller, ein sehr großer sogar. Und was auch in unserer Demokratie verankert ist, ist das Reisen, weil nur durch Reisen entsteht Toleranz, nur so können wir verschiedene Kultur kennenlernen und trotzdem für das Klima ist jede Reise, die nicht getätigt wurde, eine gute Reise. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in einer perfekten Welt würde es weniger Tierleid geben. In einer perfekten Welt würde wir mehr auf alternative Fortbewegungsmittel setzen und dort würden wir nicht unbedingt alleine reisen, sondern besser zu zweit oder zu noch mehr und weniger Kreuzfahrtschiff und Flugzeuge brauchen und vielleicht mehr die Deutsche Bahn. Das Problem ist nun eigentlich bei der Klimadebatte, dass das hier alles Sachen sind, da können wir selbst entscheiden. Aber es gibt ganz viele Fragen, da müssen wir gesamtgesellschaftlich entscheiden, beispielsweise bei der Energie. Häufig im Themenpunkt sind die Windkraftanlagen. Und hier wird ja häufig ins Felde geführt, dass die schlecht für Vögel seien. Und tatsächlich ist es so, die meisten großen Vögel können so hoch fliegen, dass sie die Windkraftanlage gar nicht so wirklich stört. Viele kleine Singvögel fliegen auch so tief, dass sie auch nicht wirklich erfasst werden von den Windrädern. Aber es gibt so eine mittlere Größe, die genau in die Windkrafträder reinfliegt. Beispielsweise der Rotmilan, der sowieso schon vom Aussterben bedroht ist und von diesen fast zerhackstückelt wird. Hier darf man allerdings nicht zum Hypokriten werden, denn wir haben auch noch andere Vogelkiller in Deutschland, beispielsweise die Hochspannungsleitung. Und auch hier kann der Vogel reinfliegen und wird dann mit einem Elektroschock ums Leben gebracht. In Zahlen kann man sagen, dass ungefähr 5 Vögel pro Jahr an so einer Windkraftanlage sterben und es sind 700 Vögel pro Jahr pro Kilometer Hochspannungsleitung. Hier einmal verbildlicht, das sind 5 Vögel und das hier sind dagegen 700 Vögel. Das macht auf Gesamtdeutschland 15.400.000 Vögel pro Jahr anhand der Hochspannungsleitung und 150.000 Vögel pro Jahr an den Windkraftanlagen. Ich persönlich wusste gar nicht, dass wir so viele Vögel überhaupt in Deutschland haben. Nun kann man humanerweise sagen, dass der elektrische Stuhl hierzulande als besser gilt als die Guillotine. Und mit einer Guillotine hat so eine Windkraftanlage tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit, aber keine Sorge, diese Zacken da hinten, das ist so ein genannter Hinterkamm. Und der ist nicht dafür da, um Vögel zu zerteilen, sondern die sind auf der Rückseite, die machen die Windkraftanlage leiser, verringern Luftverwirbelung und sie sorgen dafür, dass sich kleine Fledertiere zum Beispiel nicht so schnell in die Luftverwirbelung verfangen und nicht an Schleudertrauma verenden. So. Auf den Punkt gebracht, was der Deutsche über über Windkraftanlagen hält, hat Georg Enoch, Robert Prosper, Philipp Franz Karl, Theodor Maria Heinrich, Johannes Luitpold Hartmann, Gundelow Freiherr von und zu Gutenberg, das ist der Vater unseres ehemaligen Verteidigungsministers, und der meinte mal, nichts hat das Gesicht unseres Landes so zerstört wie diese unseligen Windräder. Und das sieht man ja auch hier, wie schrecklich die sich in die Landschaft einordnen. Und das sehen wir besonders gut in dem nächsten Bild, wo wir eine wunderschöne Brandenburger Naturlandschaft sehen werden, nämlich die hier. Und die wird komplett zerstört durch dieses unselige Windrad hier. Nein, ganz im Ernst, hier sehen wir natürlich einen Tagebau. Und da kommt auch schon der Punkt, wir müssen uns halt als Gesellschaft entscheiden, was uns wichtiger ist. Ob unsere Aussicht, dass wir keine Windräder sehen wollen oder wenn Biotope und ganze Dörfer zerstört und umgelegt werden müssen, beispielsweise aufgrund des Braunkohletagebaus. Es mag stimmen, dass Windräder aus dem Boden schießen wie Pilze, aber wer Pilze in seinem Essen haben möchte, muss damit rechnen, dass sie auch im Wald wachsen und wer Ökostrom aus der Steckdose haben möchte, muss eventuell damit rechnen, dass auch Windkraftanlagen in seiner näheren Umgebung stehen. Zum Glück gibt es ja aber auch noch andere Energieerzeuger, beispielsweise die Solarzelle. Die Solarzelle hat viele Vorteile, beispielsweise sie ist dezentral, es gibt viele gute Materialien, sie ist gut bei viel Sonnenlicht und es gibt generell eine positive Stimmung in Deutschland der Solarzelle gegenüber. Jetzt muss ich als Wissenschaftler allerdings sagen, ja auch hier gibt es ein paar negative Seiten. Die andere Seite der Medaille ist zum Beispiel, dass sie allgegenwärtig dann auch werden, dass es zwar viele gute Materialien gibt, das gut, aber meistens auch teuer bedeutet. Sie ist gut bei viel Sonnenlicht, aber Sonnenlicht kommt auch mit Wärme und Wärme schadet eher der Solarzelle. Und es mag eine positive Stimmung der Solarzelle gegenüber in Deutschland geben, aber die erste Solarzelle, mit der ich in Kontakt gekommen bin, war der stationäre Blitzer bei mir hinterm Haus und dem habe ich sicherlich keine positive Stimmung. Zugegebenermaßen, der letzte Punkt ist vielleicht nicht ganz objektiv, aber die anderen drei sind es. Und dann ist es auch Aufgabe von uns Wissenschaftlern, denen entgegenzutreten, also zu versuchen, die andere Seite der Medaille auch mit zu vergolden. Und das können wir machen, beispielsweise bei der Solarzelle, indem wir das Material verändern der Solarzelle oder indem wir die Gestalt verändern. Das kennen wir eigentlich schon aus der Steinzeit.
wenn zwei Steinzeitmenschen Krieg miteinander hatten und der eine benutzte eine Steinkeule, der andere eine Holzkeule, dann dauerte es nicht lange und der mit der Steinkeule gewinnt natürlich. Auf der anderen Seite, wenn der mit der Holzkeule am nächsten Tag mit einem Steinschwert kommt, dann gewinnt die bessere Gestalt und der mit dem Schwert wird den Kampf für sich entscheiden können. Für Solarzellen heißt das, wir können sie bauen aus Lithium, Chalkopyrit, Perovskit, wir können sie groß machen, klein machen, quadratisch machen, lang machen, rund machen und genau daran arbeite ich, nämlich Solarzellen irgendwie andersartig zu bauen, um die Effizienzen und die Ambiguitäten anzugehen. Wir werden da gefördert vom BMWI, also vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das gebe ich hier nicht an, um anzugeben, sondern weil ich angeben muss, beziehungsweise es angeben muss. Und das heißt, es wird gefördert von denen hier, von Peter Altmaier und seinem Team. Und ich finde es sehr gut, dass sie Schlüsseltechnologien fördern, dass man hier also sagen kann, wenn man es nicht besser wüsste, dass sie nicht auf den Kopf gefallen sind. Das, wofür wir gefördert werden, sind sogenannte Mikroabsorberzellen. Mikroabsorberzellen sind relativ einfach erklärt. Wir bauen einfach ganz, ganz kleine Solarzellen, wie man hier in Seitenansicht sieht. Und dann werden Spiegel oder Linsen benutzt, um das Licht, das normalerweise auf eine große Fläche fallen würde, auf diese mikroskopisch kleinen Solarzellen zu fokussieren. Sehen wir hier nochmal, wie das in Realität aussieht. Jeder dieser kleinen Punkte, das ist einmal ein Zentimeter, ist eine Solarzelle. Unter dem Mikroskop sieht es dann so aus. Und hier kann man sich schon vorstellen, wir können dadurch 99% des Materials einsparen. Das heißt, dadurch werden sie sehr viel billiger, aber 100% des Sonnenlichts ausnutzen. Und wir können links und rechts von diesen Zellen extrem gut Wärme abtragen. Das heißt, damit ist auch das Wärmeproblem gelöst. Und die andere Seite der Medaille ist ein bisschen vergoldet. Das Problem ist, wir können nicht alle Probleme lösen mit Wissenschaft, also nicht mit Technik, weil es gibt, wie schon erwähnt, auch diese gesellschaftlichen Probleme. Und da hilft es nur, wenn wir uns zusammensetzen und darüber reden und uns auch mit den Argumenten unserer eventuell politischen Gegner auseinandersetzen, um da was entgegenzusetzen. Das heißt, wir müssen reden, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen uns treffen. Wir müssen uns treffen, aber bitte ohne vorher schießen gelernt zu haben. Dankeschön. Vielen Dank, Owen. Natürlich kommt jetzt auch noch einmal dein Applaus, vielleicht einmal digital an dieser Stelle noch. Danke nochmal von der Bühne. Owen, jetzt haben wir wieder Zeit, ein bisschen zu quatschen, ja. Denn unsere Zuschauer können an dieser Stelle bewerten. 2 Minuten, wie gesagt, auf unseren Kanälen Stiftung Planetarium Berlin auf YouTube oder eben genauso Science Slam auf YouTube, falls Sie da eingeschaltet haben. Und du hast mir vorab schon erzählt und hast es auch hier ja gerade gesagt, du bist Wissenschaftler, studierst Chemie und Physik an der HU. Genau. Deine Heimat haben wir auch so ein bisschen kennengelernt. Brandenburg, der Blitzer bei dir hinten um oder das eine Windrad an der großen Kraftanlage. Ja. Aus dem Kaff also jetzt hier studiert und promovierst auch im Moment, hast du mir genauso gesagt, am Institut für Kristallzüchtung. Ganz genau. Das heißt natürlich hier die Frage, was hat Kristallzüchtung mit dem Klimawandel zu tun? Ja, unter Kristallzüchtung stellt man sich ja meistens diese Schmuckkristalle vor, aber genau das ist, was wir nicht herstellen. Was wir eher machen, sind sowas wie Lithiumkristalle, also alles, was Hochleistungstechnologie beispielsweise angeht, also die Rohmaterialien dafür. Und wie es der Zufall so will, sind die Materialien, aus denen man Solarzellen baut, ob es jetzt Silizium ist, Perovskit oder Chalkopyrit, auch am Ende kristalline Materialien. Und daran forschen wir, daran arbeiten wir und deshalb ist auch Energiewirtschaft wichtig für ein Institut für Kristallzüchtung. Ja, verstehe. Klimawandel, die Debatte natürlich schon wieder. Ich verstehe schon den Titel, man hört es immer wieder, aber es ist natürlich ganz wichtig, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, den Blick auch wieder darauf zu richten. Versuchen wir natürlich auch hier im Planetarium, wenn wir uns unseren blauen Planeten aus dem All betrachten, es gehört immer wieder hierher, auch zu sagen, diesen Planeten müssen wir schützen, vielleicht eben oder auf jeden Fall auch genauso mit Technologien, wie ihr die entwickelt. Wo soll es denn für dich in die Zukunft hingehen? Was glaubst du, ist natürlich auch alles sehr politisch motiviert, wo wird es dich hintreiben? Was glaubst du, muss von der Seite der Wissenschaft, wo du jetzt aktiv bist, noch irgendwie getan werden? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Zum einen muss man sagen, man darf nicht der Meinung sein, dass die Wissenschaft immer alle Probleme lösen wird. Das hatten wir jetzt in der Vergangenheit sehr oft. Die Klimaziele müssen wir nicht unbedingt erreichen, weil irgendwann wird die Wissenschaft mit einer Lösung um die Ecke kommen und dann sind wir komplett frei von allen Sorgen. Das wird nicht passieren. Das muss natürlich gerade politisch und gesellschaftlich was passieren. Die Wissenschaft tut, was sie kann und da wird auch viel Geld auch von der Politik in die Hand genommen, um wirklich in die Richtung Forschung betreiben zu können. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss erstmal mit den Technologien versuchen auszukommen, die wir jetzt gerade haben. Ja, hört sich super an. Ja, ich finde, du hast sehr, sehr leidenschaftlich darüber gesprochen. Das heißt, man merkt natürlich ein Thema, das betrifft uns alle, aber dich anscheinend auch sehr. Was hat dich dazu getrieben, auch hier beim Slam genau über dieses Thema zu sprechen?
persönlich? Ja, das war so, dass ich erstmal, ich rede ja hier mit über meine Doktorarbeit, aber es ist weniger die Doktorarbeit selbst als die Motivation zu meiner Doktorarbeit. Und das liegt daran, dass ich eigentlich immer was machen wollte, was auch gesellschaftlich relevant ist. Dass ich finde, wenn man Forschung macht, sollte man auch etwas machen, wovon die Gesellschaft was hat. Schließlich in den allermeisten Fällen bezahlt die Gesellschaft auch die Forschung. Das heißt, da muss man versuchen, irgendwas zurückzugeben. Und gerade diese Klimadebatte, die geht, wie gesagt, uns alle an. Das sind die Generationen, die auch nach uns kommen. Das heißt, wir arbeiten damit nicht nur für uns und für unsere Generation, sondern für alle, die danach kommen. Und deshalb fand ich das sowieso ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, was man auch auf verschiedene Plattformen tragen muss, wie ich finde, und immer wieder drüber reden, auch wenn es dem einen oder anderen eventuell zum Hals raushängt. Unsere Enkel werden es uns dann hoffentlich mal danken. Ja, ich glaube, genau das hast du heute getan, eben auch vielleicht auf dieser Plattform Science Slam. Machst du das denn schon lange, diese Slams, oder wie lange bist du dabei? Jetzt seit ungefähr 4 Jahren, das heißt, ein wenig Erfahrung bringe ich da schon mit. Okay, fantastisch. Ich finde, man hat es gemerkt, hier kommen schon deine Punkte. 312 Punkte, das hört sich wieder fantastisch an. Unsere Slammer applaudieren schon. Unser Applaus darf sich ein bisschen Zeit lassen, denn zeitgleich möchten wir dir natürlich teilen, auch mit dem Kai. Ihr dürft euch wieder den Applaus teilen. Ich glaube, ich schiebe das auch einmal von der Bühne, denn das brauchen wir gar nicht. Erstmal vielen Dank, Owen. Jetzt darfst du von der Bühne gehen. Kai. Ich würde sagen, deine Zeit läuft jetzt. Viel Spaß. Danke. Ja, hallo Deutschland und die Welt. Genau, ich bin Kai Hoppmann. Als ich hier eingeladen wurde, dachte ich, ja, ein Science Slam hier ohne Publikum, das ist irgendwie ganz schön komisch. Und dann habe ich überlegt, naja, im Prinzip, also sich ein bisschen vernünftig anziehen, sage ich mal, sich ein paar lustige Gags überlegen. Natürlich auch mit Wissen irgendwie beeindrucken und dann hier am Ende aber doch irgendwie die Höhepunkte allein erleben, das beschreibt doch eher mein Sexualleben der 30 Jahre auch ganz gut, also im Prinzip bin ich da irgendwie ungefähr gleich unterwegs. Ja, ich bin, wie gesagt, Kai Hoppmann, ich bin Mathematiker und genau, heute mein Vortrag heißt, es ist ganzzahlige lineare Programmierung und die 40-Punkte-Regel in der Bundesliga. Und dazu möchte ich euch heute sozusagen mal mitnehmen und zwar, mir ist es wichtig, sozusagen die lineare Programmierung euch zu erklären und das möchte ich euch anhand dieser 40-Punkte-Regel machen. Das heißt, ich zeige euch so ein bisschen den Denkprozess, den man als Mathematiker, beziehungsweise den zumindest ich so habe. Und viele denken natürlich, Mathematik und Fußball, da sehen die Gesichter eher so aus. Das bin ich mit meinem guten Freund Michael. Da waren wir bei einem Spiel in der slowakischen Liga und das ist die Stimmung kurz nach dem 1:0, nach dem Treffer für den Heimsieg, für die Heimmannschaft. So ungefähr könnte bei euch die Stimmung sein und ich muss auch zugeben, natürlich Mathematik und Fußball, ja, das passt nicht unbedingt immer zusammen. Da habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar Fritz Langner, ihr 5 spielt jetzt 4-3. Ein Drittel mehr Gehalt, nee, ich will mindestens ein Viertel mehr von Horst Schimaniak. Oder auch die Legende Thorsten Legert, unsere Chancen heute stehen 70-50. Also es ist natürlich nicht ganz trivial auf jeden Fall und nicht ganz einfach, aber wie gesagt, ich werde euch heute mal in die Hand nehmen und euch da ein bisschen durchführen und euch für die Mathematik auch begeistern. Und das machen wir anhand der 40-Punkte-Regel aus der Bundesliga. Was ist denn diese 40-Punkte-Regel überhaupt? Naja, in der Bundesliga gibt es 18 Mannschaften und es gibt ein Hin- und ein Rückspiel. Ja, bei einem Sieg gibt es 3 Punkte, bei einem Unentschieden 1 Punkt und bei einer Niederlage 0 Punkte. Der 17. und der 18. steigen ab und der 16. spielt momentan Relegation. Für mich, oder eigentlich sollte es so sein, dass der 16. direkt absteigt. Das heißt, wir sagen, oder die 40-Punkte-Regel besagt, Teams mit 40 Punkten am Saisonende können nicht absteigen. Ja? So, und was macht man als allererstes? Naja, man guckt sich erstmal an, was ist denn in der Vergangenheit überhaupt passiert. Hier habe ich euch einmal mitgebracht die Punkte des Tabellen 16. am Saisonende seit Einführung der 3-Punkte-Regel in der Bundesliga. Und wir sehen hier, ja, da gab es mal eine 37 zum Beispiel oder eine 36, aber 40 Punkte hatte noch nie ein Absteiger. Und dann denkt man, gut, dann könnte die 40 Punkte natürlich erstmal regeln, die 40-Punkte-Regel erstmal gelten. Naja, was habe ich dann gemacht sozusagen? Ich bin einfach mal auf kicker.de gegangen und habe mal ein paar wilde Tabellen durchgeklickt. Bis runter in die 6. Liga. Und da habe ich tatsächlich in der Saison 2012-13 aus der Berlin-Liga eine Tabelle gefunden, wo, auch mit 18 Mannschaften, wo der 16. tatsächlich mit, wie ihr seht, 45 Punkten abgestiegen ist. Ja, also wissen wir schon mal, die 40-Punkte-Regel gilt nicht. Okay, jetzt gucken wir uns die Tabelle mal an. Was ist denn hier passiert? Naja, wir haben ganz viele Mannschaften von 1 bis 16 da oben, die haben viele Punkte. Ja, und wir haben 2 Mannschaften, die haben sehr wenige Punkte.
Und dann fängt man mal zu überlegen, was könnte denn so im Extremfall denn noch passieren? Und da gucken wir uns mal ein, ich sag mal, extremes Beispiel an. Ich weiß nicht, ob es wirklich so extrem ist. Wir gehen mal davon aus, der FC Bayern und Red Bull verlieren einfach alle ihre Spiele und spielen gegeneinander unentschieden. Das heißt, wir wissen, die beiden sind schon mal Letzte und haben jeweils... Die anderen Mannschaften gewinnen ihre Heimspiele, gewinnen bei den Bayern und in Leipzig und, verlieren die übrigen Auswärtsspiele. Dann sieht die Tabelle so aus. Also, hier sieht man, der 16., die TSG Hoffenheim in diesem Fall, hätte 57 Punkte und wäre somit mit 57 Punkten sogar abgestiegen. Dass hier Union Berlin steht, wie gesagt, hat einen Grund. Meine Freundin zu Hause, meine Verlobte zu Hause ist Union Berlin-Fan. Das heißt, ja, ich habe da ein bisschen Druck bekommen. Ich leider bin HSV-Fan, also jetzt nicht vom großen HSV, nicht von Hamburg, sondern von Hannover 96. Genau, über den großen HSV müssen wir keine Witze machen. Nur als kleine Info vielleicht sozusagen, im Anschluss an diese Veranstaltung läuft noch weiter die zweite Hälfte des Relegationsspiels Werder Bremen gegen Heidenheim, falls ihr da noch Zeit habt reinzuschalten. Aber genau, so, gehen wir zurück zu unserem Beispiel. Das ist natürlich ein ziemlich extremes Beispiel, ja. Also hier haben, wie gesagt, alle Mannschaften 57 Punkte, die ersten 16, und die letzten beiden haben 2 Punkte. Das ist in der Bundesliga natürlich so noch nie passiert. In der Bundesliga nicht, aber tatsächlich mal so in der Art in der Champions League. In der Champions League ist es so, man hat eine Tabelle oder man hat eine Liga mit 4 Mannschaften. Es gibt wieder Hin- und Rückspiele. Die ersten beiden kommen weiter ins Achtelfinale. Der dritte steigt ab in die Europa League sozusagen. Der vierte ist komplett raus aus dem Wettbewerb. Und hier sieht man mal tatsächlich eine Tabelle aus der Saison 2013, wo die ersten drei, Dortmund, Arsenal und Neapel, 12 Punkte haben und Olympique Marseille 0. Und hier ist Neapel tatsächlich mit 12 Punkten abgestiegen in die Europa League. Ja, das ist auch ein extremes Beispiel. Und ich war tatsächlich damals beim letzten Spiel, wo Neapel noch gegen London 2-0 gewonnen hat im Stadion. Und ja, ich kann euch sagen, dass die Napolitaner jetzt nicht irgendwie für diese mathematische Extremität irgendwie ein besonders positives Gefühl entwickelt hatten. Eher negativ, tatsächlich. Genau, also so ist es tatsächlich schon mal passiert. Auch in einer kleineren Liga natürlich. Und naja, jetzt haben wir uns, wie gesagt, ein Beispiel überlegt. Aber ein Beispiel ist natürlich irgendwie... noch, wie gesagt, geht das vielleicht sogar noch schlimmer. Das heißt, wir sehen, mit 57 Punkten kann man absteigen, geht es vielleicht auch mit 58 Punkten. Na, was können wir denn da machen? Also ein Beispiel wäre eine Enumeration aller möglichen Saisonverläufe. Das klingt ganz schön heftig, aber enumerieren ist durchzählen. Einfach ganz simpel durchzählen. Alle Saisonverläufe, die es gibt, einfach mal angucken. Da gibt es einen Haken. Jedes Spiel endet mit 3 Möglichkeiten. Ein Heimsieg, Auswärtssieg oder ein Unentschieden. Jeder Spieltag hat 9 Spiele. Das heißt, pro Spieltag haben wir schon mal 3 hoch 9. Das heißt, 19.683 mögliche Spieltagsausgänge. Naja, und wie viele Spieltage hat eine Saison in der Bundesliga? Das sind 34. Und wenn man jetzt mal 19.683 hoch 34 sich anguckt, das ist eine ganze Menge. Das ist diese Zahl, die ihr da seht. Und das ist ungefähr 10 hoch 146. 10 hoch 146 kann man sich nicht so viel vorstellen. Ich tue das mal ein bisschen in Relation setzen. Wenn das Bild wieder da ist. So. Die Anzahl der Tage seit dem BER-Baugewinn sind ungefähr 10 hoch 3,7. Die Anzahl der Atome im Universum ist ungefähr 10 hoch 78. Das ist natürlich immer noch weniger. Natürlich ist das immer noch natürlich viel weniger als die Anzahl der Ehefrauen von Lothar Matthäus. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, bei welcher Zahl wir da aktuell stehen. Das steigt immer an. So, genau. Auf jeden Fall das durchzuzählen, ja, wäre schön, ist aber keine gute Idee. Das würde sehr, sehr lange dauern. Und jetzt kommt die Mathematik ins Spiel. Und Achtung, Spoiler-Alert, jetzt kommt Mathematik, echte Mathematik, und zwar ein ganzzahliges lineares Programm. Das heißt, wir formulieren jetzt ein mathematisches Programm, was uns die Frage beantwortet, mit wie vielen Punkten man maximal absteigen kann, und tun das folgendermaßen. Wir haben eine Menge von Mannschaften, 1 bis 18 heißen die, das heißt jetzt nicht Bayern oder Dortmund, sondern 1 bis 18, und wir sagen einfach, dass der Erste Erster werden soll, der Zweite Zweiter und so weiter. Dann haben wir eine Menge S, das sind Paare von diesen Zahlen, und das sind sozusagen einfach die Spiele, die gegeneinander ausgetragen werden. Jetzt gibt es Variablen. Was sind Variablen? Variablen sind einfach Platzhalter. Und für unsere Platzhalter hier X, Y und Z, die gibt es für jedes Spiel, können wir 0 oder 1 eintragen. 0, wenn das nicht passiert ist, und 1, wenn das passiert. Und dann können wir unsere erste Nebenbedingung aufstellen. Ja? X plus Y plus Z ist gleich 1. Das heißt, es gibt entweder einen Heimsieg für ein Spiel, ein Unentschieden oder einen Auswärtssieg. Jetzt können wir die Punkte für eine Mannschaft zusammenzählen. Das heißt, wir kriegen 3 Punkte für einen Heimsieg einer Mannschaft, 3 Punkte, wenn sie einen Auswärtssieg landet, und jeweils ein Unentschieden, wenn sie zu Hause oder auswärts unentschieden spielen. Und das ergibt dann die Punktzahl. Weiterhin muss natürlich der Erste mehr Punkte haben als der Zweite mehr als der Dritte und so weiter. Und was wollen wir jetzt herausfinden? Naja, wir wollen das so belegen, die Variablen, dass wir am Ende P16 maximieren. Was ist P16? P16 ist die maximale Punktzahl, die der 16. haben kann. Was macht man damit jetzt mit so einem mathematischen Programm? Naja, man schreibt das einfach so auf. Ups.
und stecke das zum Beispiel in einen Löser wie Skip. Skip wird von meinen Kollegen mit am Zuse-Institut entwickelt und der ist darauf zugeschnitten, solche Probleme zu lösen. Da steckt man da einfach mal rein und man sagt ihm dann, löst das mal, optimize, und innerhalb von 0,08 Sekunden findet er die optimale Lösung, die nämlich 57 ist. Und wenn man sich die Lösung mal genauer anguckt, ist das die Lösung, die rauskommt. Also genau unser extremes Beispiel. Das heißt, die maximale Punktzahl, die der 16. erreichen kann, ist 57 und damit hat man gezeigt, dass man mit 58 Punkten nicht mehr absteigen kann. Das ist schon ganz schön, aber ja, wie gesagt, das ist das Beispiel. Das ist schon ganz schön, aber jetzt kommt der Höhepunkt meines Vortrags oder zumindest mein Höhepunkt, wie gesagt. Und zwar führen wir jetzt einen eleganten kombinatorischen Beweis. Mit 58 oder mehr Punkten kann man nicht absteigen. Überlegen wir mal. Kombinatorisch heißt einfach sinnvoll überlegen. Jede Saison hat 9 mal 34 Spiele, also 306 Spiele. In jedem Spiel werden maximal 3 Punkte vergeben. Das heißt, wenn wir am Ende die Punktzahlen aller Mannschaften nach einer Saison zusammenzählen würden, hätten wir höchstens 918 Punkte. Nehmen wir mal an, der 16. wird mit 58 Punkten absteigen. Wenn der 58 Punkte hat, haben die anderen vor ihm auch mindestens 58 Punkte oder mehr. Und wenn wir das schon mal zusammenzählen, haben wir schon 16 mal 58 Punkte. Das ist 928. Und jetzt wird es ganz knifflig. 928 ist eine größere Zahl als 918. Das stimmt nicht. Ja? Das heißt, das, was wir angenommen haben da oben, nämlich, dass man mit 58 oder mehr Punkten absteigen kann, das stimmt nicht. Also haben wir das hier in einem kombinatorischen Beweis alle zusammen gezeigt. Danke für eure Mitarbeit an den Funk- und Fernsehgeräten. So, was mache ich denn jetzt gerade? Ja, also welche anderen mathematischen Fragen rund um die Bundesliga gibt es gerade? Es gibt da eine Frage, die nicht nur mich, sondern auch schon viele andere Leute seit 20 Jahren beschäftigt. Und zwar gucken wir uns nochmal die Tabelle von vorhin an. Das ist eine Tabelle, wie haben wir vorhin gesehen, die ist tatsächlich vorgekommen in einer Viererliga. Wie gesagt, die ersten drei hatten 12 Punkte und der letzte hatte 0 Punkte. Jetzt gucken wir uns mal 5 andere Tabellen an, die sehen so aus. Wie gesagt, hier hat Dortmund immer 11 Punkte, Arsenal 8, Neapel 5 und Marseille 1. Woran ich jetzt forsche oder woran ich tatsächlich auch immer noch überlege ist, gibt es eine schnelle Möglichkeit zu erkennen, ob eine von diesen Tabellen tatsächlich möglich ist? Ja, also wie gesagt, wir könnten jetzt für jede Tabelle, kann man anfangen zu überlegen und sich Saisonverläufe zu überlegen, wie könnte diese Tabelle überhaupt passiert sein am Ende. Aber ich frage mich, gibt es eine schnelle Möglichkeit, dies zu tun, oder ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig? So, genau, jetzt können wir alle nochmal gucken. Wie gesagt, das Einzige, was sich hier unterscheidet, ist immer die Punktzahl des Letzten. Also Marseille hat einmal 1, 2, 3, 4, 5. Und ich gebe euch nochmal 2-3 Sekunden Zeit, darauf zu gucken. Und dann überlegt ihr mal, welche dieser Tabellen kann es geben. Ja, ihr habt alle recht. Es ist natürlich Tabelle Nummer 4. Wo Marseille 4 Punkte hat. Ja? Und daran forsche ich tatsächlich. Und es ist ein sehr einfaches Problem. Ich gebe euch eine Bundesliga-Tabelle, sagt mir, kann das passieren, ja oder nein? Es ist so simpel und es ist aber doch so schwierig, dass selbst intelligente Menschen haben daran sich versucht. Ich auch, also natürlich dann mit weniger Erfolg, aber genau. Genau, und wenn euch jetzt natürlich trotzdem nicht alles so klar geblieben ist, also so klar geworden ist, ich meine, das, was ich gerade euch erzählt habe, gibt es als Aufzeichnung, ihr könnt das nochmal nachverfolgen. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Um das nochmal darzulegen, habe ich euch nochmal 3 Zitate mitgebracht. Bela Reti sagt, Nowotny, für mich einer von 4, die gesetzt sind, außer ihm noch Kahn, Bierhoff, Kirsten und Matthäus. 2 Chancen, ein Tor, das nenne ich eine 100%ige Chancenauswertung, hat Roland Wohlfahrt gesagt. Und einer meiner Favoriten ist immer noch der Jürgen Klinsmann und ich. Wir sind ein gutes Trio, ich meine Quartett, Fritz Walter der Jüngere. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit und ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Kai, für deinen Slam-Applaus. Kriegst du natürlich auch noch genauso. Ja, sehr gerne. Ich komme einmal zu dir mit auf die Bühne. Achso, ja. Den darf ich mir nicht mit dir teilen, der gehört dir. Danke. Kai, ach, vorab noch eins. Ich habe mich nämlich gerade kurz versprochen, denn Lin hat 312 Punkte, das stimmt, Owen aber 313 Punkte. Nein. Das heißt? Das ist ja super eng. Es wird trotzdem super eng. Ja gut, das ist natürlich Qualität, das merkt man hier. Ne? Das ist dann eng beieinander, das Feld. Ich wollte eigentlich nur spannender machen. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt natürlich weniger habe. Ja, gut. Wir warten ab. Wir haben ein paar Minuten Zeit, können ein bisschen quatschen. Gut. Du bist, und du hast es schon gesagt, Fußballfan. Aber genauso leidenschaftlicher Mathematiker. Ja, leidenschaftlich auch und Mathematiker, genau. Genau. Oder eher leidenschaftlicher Fußballfan. Also hast du hier irgendwie Hobby zum Beruf gemacht oder...
Tatsächlich hat sich das so ein bisschen so ergeben. Also wie gesagt, ich bin nach Berlin gekommen, habe da hier Mathematik studiert und promoviere hier jetzt auch und bin natürlich im Herzen immer noch bei meinem Verein Hannover. Das ist nicht einfach, wie gesagt, das ist manchmal ungefähr so angenehm wie eine Kreissäge reinfassen. Und dann hat sich es aber so ergeben, dass dadurch, dass wir auch mit Kooperationen, mit Projektpartnern haben und irgendwie hat auch jeder so seinen Verein, dass man da über solche Sachen nachgedacht hat und tatsächlich ist dann auch mit Kollegen wirklich auch Forschung entstanden und wir haben da auch tatsächlich schon wissenschaftliche Artikel publiziert und wie gesagt, an diesem Problem, was ich vorgestellt habe, forsche ich immer noch auch mit den Kollegen zusammen und ja, das kann man auch mal bei einem Bierchen machen, das ist dann halt auch ganz angenehm und man hat immer was zum Erzählen, das okay, ist schon verstehe. Ganz schön. Und wenn du noch auf Gold stößt, hat das Ganze auch praktische Anwendungen oder jetzt für alle Fußballfans natürlich da draußen ja. Auf der Couch? Natürlich, verdiene ich damit mein Geld? Nein, am Ende tatsächlich nicht. Was wir machen, wir nehmen diese lineare Ganzzahlerprogrammierung, diese Methode aus der Mathematik und woran ich gerade baste, ist eine Art Navigationssystem, das man aus dem Auto kennt, nur bauen wir das gerade für die Leute, die das Gasnetz in Deutschland steuern, das heißt, sagen wir, irgendwie wird ganz viel Gas auf einmal in Nordrhein-Westfalen gebraucht und wir sehen, da kommt ganz viel Gas aus Russland an, dann soll dieses Navigationssystem einen Hinweis geben nach dem Motto, naja, wäre doch ganz gut, wenn du das Gas, was von aus Russland kommt, zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen pumpst. Und so wie beim Autonavi in dem Sinne, so konzeptionell, und das bauen wir halt gerade tatsächlich ja, für die Gasindustrie oder die Transportindustrie. Genau. Okay, also nicht das nur der Fußball, viele andere spannende Anwendungsbereiche. Ganz viel, ja. Auch zu dir kurz einfach als Person, du kommst aus Hannover, ja. Dich hat es dann zu TU hier nach Berlin verschlagen. Ja. Wie kam das? Darf man das fragen? Ja, also es gibt eine lustige Geschichte. Also ich war tatsächlich erst für Chemie eingeschrieben an der FU und war da auch dann im Labor unterwegs und da war es so, dass man am ersten Semester eine Glasversicherung für 50 Euro abschließen sollte. Und ich war damals natürlich, wollte man sich irgendwie präsentieren und habe da laut geschrien, 50 Euro, das ist doch völliger Blödsinn, das brauchen wir alles nicht. Ich war natürlich auch der Erste, der nach zwei Wochen gegen irgendeinen Kolben gegangen ist, der runtergefallen ist, der irgendwie an die 500 Euro gekostet hat. Insofern hat sich das dann sofort rentiert. Und da habe ich dann gemerkt, gut, Labor, das ist dann doch nichts für mich. Hatte aber dieses Interesse an Mathematik und auch an, irgendwie gesagt, angewandten Dingen. Und bin dann zur TU geraten, wo wirklich angewandte Mathematik gelebt wird und auch, wie gesagt, es ist meine Alma Mater und ich bin da auch immer noch gerne. Wie gesagt, da werden sich einfach Probleme aus der realen Welt genommen und die werden versucht zu lösen. Also wie gesagt, wir beschäftigen uns nicht nur mit diesem Gastransport, was jetzt natürlich ein großes Thema ist, haben wir ja auch gehört, sind die Energie für die Zukunft. Also Wasserstoff ist ein ganz großes Thema. Und wir gucken uns jetzt natürlich auch an, wie kann man zum Beispiel Wasserstoff transportieren? Kann man Wasserstoff mit Erdgas mischen? Ist das einfach? Und was muss man bei dem sozusagen Betrieb von so einem Transportnetzwerk betrachten? Also es gibt da ganz, ganz viel zu tun. Und wie gesagt, ich versuche nebenher zu promovieren. Man muss da gucken, dass man das irgendwie macht, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge auf der Welt, die man gerade gelöst werden müssen. Und ja, das... So ist das. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, was die Frage war, aber... Nee, ist alles gut. Ich freue mich, dass ich gefragt habe, weil ich dich zum Quatschen bekommen habe. Ja, das kriegt man relativ leicht hin, leider, ja. Promovieren hast du gerade gesagt. Ja. Du hast gesagt, du versuchst unter dem Schnitt von 6 Jahren zu bleiben, vorab. Das ist der Schnitt bei uns, genau, am Zuseinstitut, genau, ja. Okay, und jetzt während Corona, wie erlebst du das? Ja, wie gesagt, für einige war es ein Segen. Die konnten da wirklich viel schreiben. Ja, ich habe 2 dreijährige Kinder zu Hause. Das war... Ja, die Kinder sind immer ein Geschenk, aber diese Zeit war nach 2, 3 Wochen sozusagen, also ich habe auch gebastelt und Bilder gemalt, also okay. Ja, wie gesagt, also es ist schön, Play-Doh hat bei uns irgendwie, wie gesagt, da haben wir viel Geld ausgegeben in der Zeit, aber ich bin froh, dass es jetzt alles wieder sich ein wenig normalisiert hat in dem Sinne und ja, hoffe, dass wir auch bald hier wieder sozusagen schöne Science Slams zusammen haben können mit Publikum und dass man das dann auch persönlich weitergeben kann, weil persönlich ist doch immer ein bisschen schöner. Ja, das hoffen wir natürlich genauso. Hier steht mein Kollege Stefan, hat auch die Punkte mitgebracht. Du hast gesagt, Kinder, bei mir geht es gerade genauso zu Hause. Ich habe auch eine 2-jährige Tochter. Wir spielen gerade auch mehr mit Play-Doh, als dass ich Hausarbeiten schreibe oder wissenschaftlich dann arbeite. Das aber ist, ja. Okay, dann hat man vielleicht ein bisschen Zeit. Deine Punkte, Kai. Kai hat heute Abend, Sie haben abgestimmt, 350 Punkte. Oh. Damit ist Kai unser heutiger Gewinner, aber ich möchte auch die anderen Science Slammer natürlich noch einmal auf die Bühne bitten. Ich fand euch alle drei natürlich ganz fantastisch. Ihr habt viel geredet, uns viel vermittelt. Wir durften euch auch ein bisschen kennenlernen in dieser Zeit. Das freut mich natürlich sehr. Ich gehe einmal von der Bühne, natürlich, alles mit Abstand. Hier noch einmal ein Applaus für euch. Ihr habt es euch alle drei verdient. Kai natürlich hier als Gewinner heute Abend, aber... Auch bei unserem Science Slam. Nehmt den Applaus. Auch bei unserem Science Slam gibt es keine Verlierer. Das gab es noch nie. Höchstens vielleicht mal 2. Plätze.
Ihr habt das alle fantastisch gemacht. Schön, ich freue mich auch, die Gelegenheit heute gehabt zu haben, unsere Slammer hinter mir etwas besser kennenzulernen. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es natürlich auch Spaß gemacht. Wenn es Ihnen zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Spaß gemacht hat, dann liken Sie doch einfach das Video. Schreiben Sie einen Kommentar, schreiben Sie Applaus in die Kommentare. Die drei haben es verdient. Falls Sie noch nicht unseren Kanal Stiftung Planetarium Berlin auf YouTube abonniert haben, dann tun Sie das doch einfach. Dann zeigen wir Ihnen nämlich und bringen Ihnen auch in der nächsten Zeit noch viele wundervolle Videos hier aus der Kuppel. Hoffentlich dann bald natürlich auch wieder live. Ich würde mich genauso freuen, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Und damit würde ich sagen, an dieser Stelle dürfen wir uns alle vier und da hinten natürlich Stefan Gotthold, der uns bei der Technik unterstützt hat, und Janina, Nachname fehlt leider gerade, aber die uns bei den Social Medias unterstützt hat, ihre Kommentare fleißig gelesen hat und mitgepostet hat. Wir möchten uns alle auch bei Ihnen nun heute Abend verabschieden. Schön, dass Sie zugeschaltet haben, und damit darf ich mich verabschieden. Einen schönen Abend Ihnen noch. Tschüss.